Hallo Freunde der kleinen Fotografie. Wir beschäftigen uns hier in diesem Film mit einem Akromaten. In diesem Film geht es um Akromaten von Marumi. Das sind die Akromaten, die wir auch in verschiedenen Größen bei uns im Shop haben. Diese DRG-Akromaten, die haben wir in verschiedenen Stärken, also einmal mit plus 3 und einmal plus 5. Der mit plus 5, der hat einen etwas größeren Abbildungsmaßstab als der plus 3. Und die haben wir auch in verschiedenartigen großen Filterdurchmessern. Das heißt also für jede Objektiv. Für jedes Objektivgewinde, also 1, angefangen von, ich glaube, 49 mm bis hin zu den großen Größen 67 und so weiter. Ich habe jetzt hier mal einfach einen 58 mm rausgesucht, einfach aus dem Grund, weil der sich so wunderbar herrlich schön hier am Kit-Objektiv der Canon-Kamera befestigen lässt. Der Akromat wird einfach vorne aufgeschraubt, hat also ein Gewinde, was man hier in das Filtergewinde des Objektives einfach reinschraubt. Und der große Vorteil ist halt eben auch der, ich kann jetzt hier noch eine Gegenlichtblende zum Akromaten selber hier in vorne, also auf der Linse dann befestigen. Das heißt, ich werde das ja einfach dann, könnte ich das hier einschrauben, hier ist also noch ein Filtergewinde drin. Ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann hier auch noch einen Farbfilter vormachen, wenn ich schwarz-weiß fotografieren möchte und dann noch einen gewissen Effekt haben möchte. Ich kann hier noch Farbverlaufsfilter vormachen. Alles das, was ich halt eben normalerweise auch ans Objektiv machen kann. Jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigeren Teil. Das ist nämlich der Teil, Ihnen das einigermaßen hier in dem Film auch irgendwie visuell nahe zu bringen. Also der Unterschied ist halt eben vom Akromaten zur Nahlinse. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Seite unseres Katalogs genommen, die Sie auch bei uns natürlich bestellen können. Das heißt, der ist auch in jeder Lieferung dabei. Und halte jetzt mal halt eben diesen Akromaten einfach über das Textfeld. Gehe auch so ein bisschen rum und schwenke ihn auch mal so ein bisschen, damit Sie auch sehen können, hier die verschiedenen Winkel jetzt, wie das Ganze zu betrachten ist am Rand. Achten Sie vor allen Dingen auch auf den Rand, in der Mitte ist es scharf. Am Rand, es verzieht sich etwas, aber nicht so wahnsinnig stark. Dazu nehme ich jetzt mal eine Nahlinse gleicher Stärke und ich gehe mal davon aus, dass Sie das jetzt sehen können, dass auch sehr schnell klar ist, was also jetzt hier der Unterschied ist. Sie sehen also hier, wenn ich das Ganze jetzt etwas bewege und drehe, wie das zum Rand sich wölbt. Was Sie jetzt nicht sehen können, das ist natürlich das, was Sie jetzt nur sehen könnten, wenn ich ein Bild machen würde, dass man halt eben auch dann hier die ganzen Farbsäume am Rand sehen könnte, die bekannten chromatischen Aberrationen. Also das ist halt eben der große Unterschied hier zum Akromaten. Das mal eben kurz hier an dem Stück Papier mal kurz demonstriert. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Akromaten hier im Einsatz. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Man nimmt einfach eine Kamera. Ich mache hier meinen obligatorischen, provisorischen Makro. Tischaufbau mit einem Bodensack, den Sie auch bei uns im Shop erwerben können. Übrigens hier noch einmal der Bodensack, beziehungsweise Reissack, wie es da oben drauf steht. Sind aber keine Lebensmittel drin, das ist Granulat. Ne? Heißt nur so, weil früher war das alles anders. Den machen wir jetzt einfach auf den Tisch, machen wir die Kamera oben drauf. Bevor wir das getan haben, bitte vorher noch eben einfach am Objektiv den Akromaten einfach anschrauben. Zack. Und dann hier auf das 18-55mm Kit-Objektiv auf die 55mm gehen. Und dann hier vorne einfach nur noch mit der Hand scharf stellen, würde ich empfehlen. Nicht mit dem Autofokus, machen Sie es lieber dann einfach so richtig manuell fokussierend. Dann nehmen wir dann irgendetwas, hier liegt zufälligerweise ein Apfel rum, was für ein Zufall. Den nehmen wir dann einfach noch eine Lichtquelle von einer Seite. Das mache ich ja immer sehr gerne, damit man Sie auch was sehen können, damit das Display mal hier bei mir, wenn ich Ihnen die Bilder zeige, auch gut rüberkommt. Ja, dann geht es einfach hier hin und dann nimmt man einfach diesen Apfel. Stellt scharf mit der Hand, geht vielleicht ein bisschen vor und zurück mit dem Akromaten und dann macht man jetzt einfach ein Foto. Wunderbar. Und zum Vergleich versuche ich jetzt mal hier die Position nicht zu verändern und mache das Foto jetzt nochmal mit dem gleichen Motiv am gleichen. Upsala, ja, müssen wir jetzt drin lassen, weil geht nicht anders. Ich will ja dann nicht, dass Sie hier sehen, ach, der hat ja geschnitten, das hat bestimmt gefaked. Nee, das ist alles echt. So, machen wir das hier dran. Selber Ausschnitt. Scharf stellen. So. Und jetzt nochmal ein Vergleichsfoto mit einer Nahlinse. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt schauen wir uns mal die beiden Aufnahmen an. Klar, ich habe jetzt einen Schnitt gemacht, um die Kamera einmal eben anders rumzudrehen, um Ihnen das zu zeigen. Es sind natürlich die gleichen Aufnahmen, die ich gerade gemacht habe, was Sie gesehen haben, eben was ich hier von vorne gemacht habe. Und jetzt gucken wir einfach mal, es sind zwei Aufnahmen drauf, einmal mit der Nahlinse und einmal mit dem Akromaten. Das, was etwas näher dran ist, ist die Nahlinse und das andere ist der Akromat. Was ich hier auf dem Display sehen kann, was ich jetzt nicht so rüberbringen kann, ist, dass ich jetzt hier bei der Nahlinsenaufnahme hier schon einen Unschärfebereich anfängt, so fast kreisrund hier so um die Bildmitte herum zum Rand hin, was ich beim Akromaten absolut nicht feststellen kann. Und das ist halt eben auch dann der Vorteil gegenüber einer Nahlinse.
Es ist natürlich auch die Frage, was man möchte. Man darf auch nicht vergessen, ich habe das mit einem Zoom-Objektiv gemacht. Das Ganze kann man natürlich auch noch dann an einer Festbrennweite anbringen. Da gibt es mit Sicherheit auch dann die besseren Ergebnisse. Wie zum Beispiel hier mit einer Festbrennweite, seine 50 mm Festbrennweite an einer Nikon. Da kann ich jetzt hier diesen Achromaten einfach anbringen. Achtung schräg, 52 mm Durchmesser. Ich habe hier aber jetzt als Testobjekt gerade einen 58er. Ist auch kein Problem. Das mal so eine kleine Info am Rande. Sie können natürlich auch jetzt vom größtmöglichen Durchmesser ausgehen, den Sie zu Hause haben, weil Sie können ja diesen Achromaten an verschiedenen Objektiven auch befestigen. Dann nehmen Sie einfach hier so einen Step-Up-Ring oder Step-Down-Ring und dann können Sie das Ganze auch noch an anderen Gewindedurchmesser Größen, die kleiner sind, dann adaptieren. Der Ring wird einfach auf dem Achromaten hier aufgeschraubt. Ist optionales Zubehör natürlich. Und die gibt es auch bei uns im Shop zu erwerben. Das ist nur mal so als kleines Gimmick am Rande. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich nämlich keinen 52er gerade hier habe. Ich würde ihn aber ganz gerne am 52 mm Objektiv benutzen. Und dann kann man das einfach hier anschrauben und fertig. Also, worum es eigentlich ging, war, dass Sie halt eben den Achromaten am besten auch irgendwie an, nicht unbedingt an ein Zoom-Objektiv anbringen. Das ist halt eben alles auch ein bisschen tricky und von der Abbildungsleistung sind die Zoom-Objektive ja in der Regel auch nicht so wahnsinnig toll, wie halt eben die besten Festbrennweiten. Auch die besten Zoom-Objektive, wenn ich mir bis auch keine Freunde mache, die besten Zoom-Objektive sind nicht so gut wie die besten Festbrennweiten. Das ist ein Fakt. Der Achromat wird ausgeliefert hier in dieser kleinen Kunstledertasche, das auch mal am Rande hier dazu. Und das Ganze ist, wie gesagt, dafür gedacht, dass man halt eben mit relativ wenig geringem finanziellen Aufwand halt eben auch schon in der Lage ist, ganz nah ranzugehen und kleine Makroaufnahmen zu machen. Sie kommen natürlich mit einem Zwischenringsatz hier nochmal ins Bild gehalten. Das sind diese Teile hier. Da kommt ein Ende hier an das Kamerabajonett und am anderen Ende ist dann praktisch das Objektiv. Mal ganz kurz eben erklärt. Das ist jetzt nicht unbedingt für Nikon, deswegen kann ich es nur anhalten. Das ist dann dieses System und je weiter dann halt eben hier das Objektiv von der Filmebene weg ist, beziehungsweise Chip-Ebene, desto größer der Abbildungsmaßstab. Aber diese Lösung, wie gesagt, frisst und schluckt Licht. Da müssen Sie dann die ISO hochknallen und das erfordert dann auch meistens in der Regel ein Stativ und da müssen Sie halt eben dann auch die Belichtungszeiten anpassen und so weiter. Und das sieht dann auch mit dem Bildrauschen am Rechner nicht immer unbedingt sehr schön aus. Aber wie gesagt, wenn Sie ganz, ganz nah ran wollen, dann natürlich am besten das auf 5 Meter. Ne? Da kriegen Sie also wahrscheinlich ein Atom mit fotografiert. Weiß ich nicht. Das also jetzt hier der Achromat von Marumi, den ich Ihnen hier gezeigt habe. Und ich kann Ihnen nur sagen, sehr gutes Produkt. Macht das, was er machen soll. Das macht er sehr gut. Meiner Meinung nach ist das immer die erste Wahl vor einer Nahlinse. Die gibt es natürlich auch. Die kann man sogar auch bei uns kaufen und die sind natürlich auch nicht schlecht, aber das ist halt eben dann doch schon eine etwas andere Qualitätsklasse. Also, dieser Film richtet sich an alle Achromaten, die wir uns im Shop haben. Das war jetzt hier ein Plus 3, dann haben wir noch eine Plus 5 Stärke und die sind alle von Marumi, sind alles Achromaten und sie machen alle das, was sie machen sollen. Und Achromaten sind also optische Systeme, die in der Regel für zwei Wellenlängen korrigiert sind. Und damit haben Sie halt eben auch keine chromatischen Aberrationen. Das ist zum Beispiel etwas, was Sie jetzt hier mit einer Nahlinse hätten. Das würde da auftreten. Muss man dann rausrechnen. Macht man nicht gerne. Kostet Zeit. Macht auch keinen Spaß. Also, viel Spaß hier mit dem Achromaten von Marumi.